Gut, zweiter Vortrag hier auf der Bühne 1 am Dienstag auf der Foskes 2021. Unser Thema ist 3D. Wir schauen uns jetzt swissgeol.ch an, eine Anwendung, mit der geologische Daten im Web angezeigt werden. Das ist eine Anwendung in der Schweiz. Die Elisabeth Loy wird das Projekt uns technisch nahebringen und ist hier jetzt gleich im Vortrag zu sehen. Sie ist von CampTube Camp und schon seit vielen Jahren bei der Foskes dabei. Dann kommt der Nils Oesterling dann in die Fragerunde mit dazu. Er ist von Swiss Topo und kann fachliche Fragen dann mit beantworten. Viel Spaß jetzt mit dem Vortrag. Ja, willkommen zum Vortrag swissgeol.ch, geologische Daten im Web. SwissGeol ist eine Web-Applikation für geologische Daten, welche seit Mitte 2020 als Beta-Version öffentlich und frei zugänglich ist. Sie wird von Swiss Topo betrieben und von Camp2Camp entwickelt. Im Vortrag werde ich das Projekt genauer vorstellen und einen Einblick darin geben, wie ein solches Projekt entsteht und wie es sich weiterentwickelt. Vom Auslöser zur Entstehung ein kurzer Exkurs zur Technik und dann eine kleine Demo und natürlich dann die Präsentation des Ergebnisses und der weiteren Pläne für die Zukunft. Und ich bin dann auch froh, noch eure Fragen zu beantworten. Zuerst also zum Auslöser für dieses Projekt. Die Datenvielfalt in der Schweiz bezüglich der geologischen Daten ist recht groß und es ist allgemein schwierig, diese Daten zu erreichen oder überhaupt zu wissen, was existiert, wo kann ich diese beziehen und wie kann ich diese auch kombinieren. Es liegen einige Daten analog vor, es liegen einige Daten vor, die dann erst nach manueller Bearbeitung ausgeliefert werden können, zum Beispiel bei Swiss Topo. Und auch diese Daten liegen nicht flächendeckend vor. Das heißt, es ist nicht so wie bei Swiss Topo, bei Landeskarten zum Beispiel, wo es wirklich eine kohärente Datenabdeckung über die ganze Schweiz zum Beispiel oder darüber hinaus gibt, sondern es wurden gewisse Gebiete vertieft analysiert, gewisse andere weniger und so gibt es gewisse Teile, die noch fehlen. Die Verfügbarkeit der Daten ist auch variabel, teils liegen sie nur in 2D vor, teils schon in 3D und vor allem fehlt aber auch eine lagerichtige Darstellung der Daten in 3D. Aufgrund dessen wurde bei Swiss Topo das Programm NGM gestartet und es wurde aufgrund des hohen volkswirtschaftlichen Nutzens als Leuchtturmprojekt des Verteidigungsdepartements definiert. Das heißt, ja, Swiss Topo ist Teil vom Verteidigungsdepartement, ist eines der Leuchtturmprojekte des Departements. Das Programm gliedert sich in 4 Projekte, wobei NGM Pub das Projekt ist, das dann SwissGeol eigentlich entwickelt hat oder ja, SwissGeol realisiert. Das Ziel von swissgeol.ch ist, dass die Daten einfach zugänglich gemacht werden und mit möglichst geringen Kosten für alle jederzeit verfügbar macht. Dadurch kann nicht nur öffentliche Institutionen, sondern auch die Privatwirtschaft die Daten nutzen und es wird ein volkswirtschaftlicher Mehrwert geschaffen, der schätzungsweise 6 bis 8 Mal höher liegt als die verursachten Kosten. Das heißt, es lohnt sich wirklich, diese Daten hier über eine Plattform zu visualisieren und zu darzustellen. Auf der technischen Seite wurde im Jahr 2018 eine Vorstudie zu möglichen Technologien verfasst, wobei es sich schnell herausstellte, dass der Open-Source-Ansatz am meisten Potenzial und Flexibilität bietet. Und gleichzeitig hat man auch gesehen, dass die Reife der Technologien
insbesondere auch die Möglichkeit, in der Webwelt nun mit WebGL sehr viele Daten 3D visualisiert an den Mann oder an die Frau zu bringen. Ja, diese Reife der Technologien hat es auch erlaubt, um den Weg Richtung Open Source Weblösung zu gehen und dieses Projekt dann zu realisieren. Wie entstand dieses Projekt? Die Basis vom Projekt bilden diverse bestehende Services von MapGeoAdmin, vom Schweizer Geoportal und die dort gemachten Erfahrungen zum 3D-Viewer. Neu bei Swissgeol war nun aber, dass die 3D-Ansicht nicht nur auf der Erdoberfläche, sondern auch unter der Erde möglich sein sollte, mitsamt natürlich diversen Navigationsmöglichkeiten und Visualisierungsmöglichkeiten. Die Navigation unter der Erde musste aber auch noch erst entwickelt werden, wie auch diverse andere Funktionalitäten wie das Slicing oder weitere bestehende Applikationen mussten an dieses Portal angebunden werden. Es stellte sich daher auch heraus, dass nicht nur der Projektkontext und der Initiator dieses Bedürfnis von einer, ja, einer Datenplattform ein Leuchtturm sein soll, sondern auch die neuen Features oder auch diese Untergrundnavigation zum Beispiel, die wirklich sehr neues Terrain war. Die Realisierung wurde geprägt auch durch diverse Herausforderungen natürlich. Zum einen auf der technischen Seite, sehr viele Daten mussten publiziert werden, mittels 3D-Tiles-Technologie zum Beispiel. Es mussten neue Standards integriert werden oder auch zum Teil definiert werden. Und es stellte sich auch zum Beispiel visuell die Frage, wie stellen wir 2D-Daten im 3D-Kontext dar? Auf der Nutzerseite dann hingegen war die Ergonomie ein sehr wichtiger Faktor. Die verschiedenen Navigationsvarianten, insbesondere wenn man daran denkt, dass man Untergrund navigieren, unter der Erde navigieren möchte. Wie findet man sich da zurecht? Wie verhalten sich die verschiedenen Möglichkeiten zu navigieren, die vielleicht ein bisschen anders erlebt werden, als wenn man über der Erde ist? Und schlussendlich auch natürlich die Performance, ein wichtiges Element, auch in Bezug auf den vielen Daten, die da publiziert oder zugänglich gemacht werden mussten. Diese zwei Anforderungsaspekte wurden durch regelmäßige technische Reviews und sehr häufiges User-Testing, Alpha-Testing, Beta-Testing und sehr viel Feedback unterstützt und so ja, konnte das Projekt realisiert werden. Noch einen kurzen Exkurs zur Technik. Wie wurde das realisiert? Wir haben als 3D-Engine oder als 3D-Visualisierung Cesium.js gewählt. Das ist wirklich die Hauptkomponente. Cesium.js ist eine Open-Source-Globus-Lösung basierend auf WebGL, eine JavaScript-Library und wir haben noch ringsum eigentlich das UI in JavaScript CSS gebaut. Die Daten, die ganze Applikation läuft auf der Cloud, auf AWS und einige der Daten werden auch von Cesium Ion gehostet. Die Datenprozessierung ist der einzige Teil, der nicht völlig Open Source läuft, weil sie sehr heterogen und sehr spezifisch sind. Diese werden noch mit FME aufbereitet. Die Lösung integriert ebenfalls eine IAM-Lösung, diese in diesem Fall jetzt die vom Bund. Und natürlich sind diverse andere Webservices auch noch integriert. Vor allem von MapGeoAdmin, aber auch andere Lösungen wie eben SwissForage für Bohrdaten oder Geomol, dieses geologische Molasse-Modell der Schweiz. Interessant an der Technologie ist eigentlich, an dieser, ja, vor allem an Cesium.js, dass zu Projektbeginn Cesium noch etwas ganz Wichtiges nicht konnte. Ich habe es schon erwähnt, man könnte nicht unter die Erdoberfläche navigieren.
Und gerade bei Open Source Software ist das vielleicht nicht ein völliger Showstopper, denn man kann als Person, die das einsetzen möchte, auch Einfluss nehmen auf die Features. Und im Falle der Untergrundnavigation war das wirklich etwas, das schon einige Male diskutiert wurde in der Community von Cesium. Es wurde gewünscht häufig, aber noch nie wirklich realisiert. Und dieses Projekt Swisscurl erlaubte nun wirklich, diese Untergrundnavigation zu implementieren und auch weitere Features noch hinzuzufügen. Und genau, also Open Source erlaubt wirklich die, zum einen das mit dem Haupteditor zum Beispiel zu finanzieren oder auch Contributions in die verschiedenen Teile einzubringen und das Projekt weiterzubringen und zu prägen, auch als vielleicht nicht technische Person. Ja, das Swissgeol umfasst auch sehr viele Daten, mittlerweile mehr als 30 Layer, die verfügbar sind von diversen Daten, 2D-Produktdaten, 3D-Daten, wie eben genau das geologische Molasse-Modell, die und dann auch Bohrdaten, die rein textuell vorlagen und die dann als Bohrzylinder modelliert in Swissgeol integriert wurden. Auch wurden zum Beispiel Bauwerke integriert, also die ganzen Gebäude aus einem bestehenden Webservice und weitere Kontextdaten wie zum Beispiel Tunnels, die aus dem topografischen Landschaftsmodell der Schweiz extrahiert werden konnten und auf jeden Fall so ein bisschen grob modelliert, wo gehen die durch, wo ist welcher Typ von Tunnel und so weiter. Das gibt dann wirklich interessante Analysemöglichkeiten und Kontextualisierungsmöglichkeiten. Ja, nun nach circa 6 Monaten Entwicklungszeit wurde die Beta-Version letzten Sommer realisiert, veröffentlicht auf swissgeol.ch und wird seither laufend weiterentwickelt. swissgeol.ch, das ist die Applikation, ihr habt es schon gehört, ihr könnt da gerne mal einen Blick reinwerfen. Und die Applikation ist komplett Open Source. Der Code kann über diese GitHub-Organisation eingesehen und auch genutzt werden. Ja, wie versprochen, obwohl ich natürlich euch motivieren will, die Applikation selbst mal zu versuchen, möchte ich eine kurze Demo geben, eine kurze Demo zeigen. Was ist da möglich? Was können wir machen? Wir sehen hier die Applikation, wie sie aussieht, wenn man sie das erste Mal lädt. Wir haben ja einen geologischen 2D-Layer über die Schweizer Karte gelegt. Die Schweiz mit einem relativ präzisen Terrainmodell, also Höhenmodell. Und ich kann jetzt zum Beispiel auch einen anderen Hintergrund machen, einen anderen Hintergrund anzeigen, die Transparenz ein bisschen einstellen, weil ich nun noch geologische Daten hinzufügen möchte. Zum Beispiel kann ich da eine geologische Geometrie des Festgesteins hinzuladen, damit ich da sehe, ja, wo sind diese Schichtgrenzen und zum Beispiel die Störungen der Schichten. Und ich kann das so jetzt durch die Erdoberfläche hindurch ansehen, kann aber auch, wenn ich das möchte, in den Untergrund wechseln und hier eigentlich das Fließen dann im Untergrund ansehen und kann so spezielle Situationen analysieren. Genau, ich kann nun aber auch wenn vielleicht die Hintergrundnavigation mal nicht so praktisch ist, kann ich meine Ansicht aufschneiden, indem ich hier einfach auf dieses Slicing-Tool klicke und sehe dann wirklich, wie sich diese Schichten verhalten, wo gehen die durch und ich kann zum Teil auch weitere Infos sehen. Ich kann zum Beispiel sehen, dass es an gewissen Orten noch Bohrungen gibt, wenn ich hier zum Beispiel ein bisschen, ja, vielleicht in ein anderes Gebiet gehe. Im Moment hat es hier gerade keines.
Genau, vielleicht kann ich da mal umschalten, dann sehe ich vielleicht eine andere Ansicht mit einem Blockmodell, wo ich dann auch die Seiten verschieben kann. Ah, ich sehe hier, wenn ich da wirklich das anpassen, wie ich das ansehen möchte und kann da auch mal was, vielleicht, wenn mir die Berge zu hoch sind, kann ich da die Berge ein bisschen anschneiden und dann hineinsehen. Und ich kann, wie gesagt, auch Daten zu den Tunnels zum Beispiel anzeigen lassen. Zum Beispiel geht hier gerade so ein Tunnel durch. Ich kann vielleicht da kurz dann noch abfragen, was ist das für ein Tunnel? Das ist jetzt die Schicht, genau, was ist das für ein Tunnel? Ist das Weißensteintunnel, ein Bahntunnel? Und das ist da relativ nahe bei dieser Schicht oder bei dieser Störung. Ich kann die ganzen Störungen, die ganzen Daten auch zu den Schichten, kann ich herunterladen als Originaldaten und dann in einem geologischen Spezialtool zum Beispiel betrachten. Ich kann dann auch vielleicht bei einem speziellen Ort, wenn ich sehe, okay, das ist jetzt eine interessante Situation, kann ich eine Annotation machen mit einem Werkzeug und kann sagen, okay, ja, hier gibt es wirklich etwas Interessantes. Ich werde da mal einen Punkt setzen und vielleicht kann ich den benennen als Bohrung zukünftig zum Beispiel und kann genau da mal sehen, wo der ist, genau. Und ich könnte dann auch eine Bohrung erstellen, effektiv, so einen Bohrdaten in einem externen Tool. Das öffnet mir jetzt ein externes Tool, wo ich dann noch so ein temporäres Passwort eingeben muss. Genau, und jetzt hat es mir genau diese Bohrung in diesem externen Tool erstellt. Und jetzt muss ich nochmals das Tab wechseln. Genau. Und sehe hier auch, dass es mir den Punkt geändert hat. Jetzt haben wir hier so einen Bohrzylinder, wo ich diese Bohrung annotiert habe. Ich kann auch weiteres machen. Ich kann zum Beispiel dann eine Linie zeichnen oder auch eine Polylinie, wenn ich das möchte. Und genau, so eine Linie zeichnen und diese dann nutzen, um einen Schnitt zu machen. Und je nachdem, wo ich dann den Schnitt habe, kann ich dann da reinschauen und mein spezielles Gebiet betrachten. Ja, jetzt ging es ein bisschen schnell, wo ich da reingegangen bin. Da ein bisschen weg. Ein bisschen zu präzise. Genau. Bin ich wieder da bei der Bohrung. Ich kann auch externe Tools zum Beispiel brauchen, indem ich eine Bohrung in GeoMol-Applikation mache und so weiter. Weitere Möglichkeit ist auch, dass ich Daten herauflade. Also ich könnte hier auch ein KML oder ein JPEG heraufladen und zum Beispiel auch ein File mit einem spezifischen Perimeter, mit einem Polygon. Und dann, oder zum Beispiel mit einem Rechteck, das ich genau betrachten möchte. Zum Beispiel möchte ich jetzt hier ein Blockmodell ausschneiden und habe dann gerade mein Modell. Und sehe hier auch zum Beispiel mein Tunnel wieder. Genau, wo das genau hier durchgeht und wie das sich mit den anderen Schichten verhält. Ich kann die Geometrie übrigens auch extrudieren und so weiter. Also es gibt wirklich sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Art und Weisen, wie man das Ganze ansehen kann. Verschiedene Daten, zum Beispiel auch gerade so ja,
ja, Temperaturdaten, die es noch gibt in gewissen Gebieten und so weiter. Also hier gibt es wirklich eine große Palette von ganz vielen Möglichkeiten zur Analyse. Was bringt die Zukunft? Swissgeol erfüllt die Zielsetzungen für einen einfachen, performanten Zugang zu Geologiedaten und hat als Open-Source-Lösung das Potenzial, diverse Geologie-Stakeholders in der Schweiz oder auch anderswo anzusprechen und ins Boot zu holen. Das ist wirklich auch eines der Ziele, wo jetzt daran gearbeitet wird. Als nächster Schritt stehen folgende Punkte an. Wir wollen einen Voxel-Support als nächstes implementieren lassen oder implementieren und weitere Analysefunktionen ergänzen. Ein neues Layout ist auch etwas, was auf dem Plan steht, auf der Liste, und natürlich immer mehr Daten integrieren. Ja, und vielleicht auch mit der Zeit bildet sich eine nach und nach vielleicht auch weltweite Geologie-Community rund ums Projekt oder rund um ähnliche Projekte, die auch mit Open Source Untergrundnavigation arbeiten. So danke ich für eure Aufmerksamkeit und ja, bin gespannt auf die Fragen. Herzlichen Dank, Elisabeth Loi, für die beeindruckende Vorstellung dieser Anwendung. Sicherlich vor allen Dingen auch in der Schweiz sehr, sehr interessant, weil ihr ja auch so viele Berge habt, ist das natürlich noch mal viel wichtiger für euch, da auch das Ganze in 3D sehen zu können. Ja, Applaus gibt es gerade. Wir sehen sehr viel Applaus. Das Publikum ist begeistert. Und ich weise nochmal darauf hin, dass auch noch Fragen gestellt werden können, die jetzt von der Elisabeth und dem Nils Oesterling beantwortet werden können. Wir haben eine Frage, die schon im Chat auftaucht. Da geht es um das Feedback. Ich lese sie mal vor. Wie ist denn das bisherige Feedback der Nutzerin? Berichten Sie bereits von einem großen Mehrwert und neuen Möglichkeiten durch diese neue Anwendung? Ja, definitiv. Also es gab in dieser Beta-Phase, wo wir jetzt drin sind, mehrere Feedbacks auch über das Formular, aber auch persönlich wie soll ich sagen, in der geologischen Community in der Schweiz über Nils und Roland, die dieses Feedback aufgenommen haben, die das sehr, sehr interessiert daran war. Und es zeigt sich wirklich, wie auch das Bedürfnis da ist, diese Daten mal zu sehen und dann einen Zugang dazu zu haben, auf diese zugreifen zu können. Genau, also es gab einiges an Echo und auch einiges an Feature Requests für die Analyse dann schlussendlich dieser Daten. Nils kann vielleicht noch ergänzen, aber mal sehen, vielleicht auch in einem zweiten Schritt. Ja, ich habe, Entschuldigung, ich habe jetzt nicht ganz mitbekommen, ich hatte gerade keinen Ton. Genau, ich wiederhole noch mal kurz für dich, Nils. Es ging um das Feedback. Also die Anwendung ist ja jetzt schon ein paar Monate online und da genau war die Frage, ob es schon Feedback gibt von den Nutzerinnen zum Mehrwert und den Möglichkeiten, die diese Anwendung jetzt bietet. Also, was ich dazu sagen kann, wir haben immer wieder auf verschiedene Weise Feedback erhalten, allerdings kein konkretes Feedback zu speziellem Mehrwert, was es jetzt bringt. Einfach haben wir sehr positive Stimmen erhalten, eben, dass man überhaupt 3D-Daten im Web oder geologische 3D-Daten im Web jetzt zeigen kann und auch so bearbeiten kann oder visualisieren kann, wie das Elisabeth in ihrem Vortrag gezeigt hat. Ganz konkret vielleicht, wir haben eigentlich über die Applikation oder darüber, dass wir das entwickelt haben, mit verschiedenen Kantonen Kontakt, die jetzt eben auch ihre 3D-Daten in Swissgeol ja, darstellen wollen und bereitstellen wollen. Ich denke, das ist für mich jetzt so als Bundesstelle in Verbindung mit Kantonen eigentlich eine sehr, sehr positive Rückmeldung, dass es auch der Nutzen da ist.
Super. Gut, dann gibt es noch eine Frage. Kann man die Applikation mit 3D-Eingabegeräten wie 3D-Connection navigieren? Soviel ich weiß, nicht, da wir in der Regel die Standardnavigation von Cesium brauchen und gewisse Adaptationen gemacht haben, aber jetzt nicht spezifisch für die 3D-Connection. Also 3D-Connection, es scheint so, dass Cesium das nicht per Default unterstützt. Von daher denke ich, wäre es nicht möglich, aber es scheint auch so, dass es wahrscheinlich relativ einfach zugefügt werden könnte, vielleicht in Zukunft. Ja, genau. Dann freuen wir uns vielleicht auf nächstes Jahr, wenn du dann die nächste Version vorstellen kannst und viel Glück dann noch für die Anwendung. Es gibt jetzt erstmal keine weiteren Fragen. Danke an euch beide für die Vorstellung.